keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennings Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Dennings Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. An welchem Zug? Okay, ich erkunde erstmal, bevor wir jetzt hier... Achso, warte. Wir müssen irgendwas wegschmeißen. Lasst uns ein Medipack wegschmeißen. Die Munition scheint momentan einfach ein bisschen wichtiger zu sein. Okay, wir müssen jetzt quasi meine Arbeit vollrichten hier, lieber... Ah, warte, wir schieben ihn erstmal wieder zurück. In Ausgangsposition. Und müssen wahrscheinlich erstmal diesen Zug hier holen. Oder? Wir müssen ihn ja richtig ausrichten. Okay. Den kriegen wir nicht raus. Wo ist denn hier? So, schieben wir den erstmal wieder drauf. So. Wir müssen ja den Zug erstmal wieder richtig koppeln. Entschuldigung. Ah. Ah, der muss bis hinten hin durchgeschoben werden. Okay. Okay. Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Okay, koppeln wir an. Kein Problem. Kenne ich mich ja mit aus. Ich bin ja jetzt mittlerweile bei der Deutschen Bahn. Na, guck mal. Puffer, ein schöner, ein Hochleistungspuffer. Das nennt man Hülse, das nennt man Stößel, das nennt man Teller, das nennt man Grundplatte. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Am letzten Wagen aufsteigen. Okay, wenn es brenzlig wird. Morgen, Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war zu Fuß auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann warte Kontakt ab. Ihre Experten, wenn es sie am Leben und Fuchsteufel Schlitter sind. Oha! Wir werden hier direkt beschossen. Ja, hier kommt die Kavallerie. Oh mein Gott. Welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über den Kopf flog. Oh fuck, ey. Wie sollen wir denn hier durchkommen? Alter Schwede. Das Größere, was gerade über ihren Kopf flog. Das heißt, links ist der Feind und rechts ist der Feind. Und da war der Feind weg. Scheiße! Aufpassen! Schwingen Sie Ihren Arsch hin! Ich bin schon dabei. Oh Mann, ich muss die Plasma-Cutter, unsere gute Ute auf jeden Fall aufrüsten. Der ist hier momentan sehr, sehr schlecht. Vor allem gegen die Menschen. Hat nicht so eine gute Durchschlagskraft und macht nicht so gut Schaden. Jetzt oder nie, Isaac. Kommen Sie! Alter! Hatte der eine Pumpgun oder was? Arschloch. Zerstört den Zug! Links darf übrig sein! Raketen haben Sie wieder fast! Abschluss in 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh. Alter Schwede. Der Planet scheint verloren zu sein.
mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück... Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Kommer, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Ich glaube, er wird nochmal unser bester Freund werden. Kapitel 2, ganz allein, USM Eudora. Ja, meine Lieben. Puh. Ich glaube, er wird nochmal unser bester Freund. Ich glaube, er wird überleben. Sieht aber echt gut hier aus, alles. Das ist die Krankenstation, wie mir scheint. Was haben wir hier? Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Okay. Kann ich mit ihm sprechen? Nein. Du scheinst kein guter Vater gewesen zu sein. Und siehst auch sehr demoliert im Gesicht aus. Hast schon also viele Kriege mitgekriegt. Wie mir scheint. Wir könnten die Nachricht, glaube ich, nochmal abspielen. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz. Ja, okay. Er hat heute geboren. Das haben wir ja schon gehabt. Oh, Scheiße. Ein Medipack. Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? So. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldaten? Ah, guck mal, Munitionsclip. Ah. John, du bist sein Vorbild. Dann treiben diese Flausen besser aus, verstanden? Entfernen wir mal ein Medikit und... nehmen das Medikit mit, natürlich. Nein, ah, verdammt. Entfernen wir mal ein Medikit. Und nehmen... die Munition mit, den Munitionsclip. Da haben wir auch noch Munition rumliegen. So, ansonsten ist hier nichts. LRGP. EG Eudora. Okay, ist das hier unser eigenes Schiff? Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wirkt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Okay, war das jetzt eine Durchsage des Captains? Sind wir hier nur zu dritt auf dem Raumschiff? Oh, hier ist was. Was war das? Ich habe es nicht lesen können. Verdammt. Halbleiter. Ah, okay. Halbleiter hießen die. Wofür ist der Halbleiter? 35 Halbleiter. Mhm. Mal gleich gucken, wofür die sind. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Da müssen wir hier lang. USM Eudora. Nein, das ist der Hauptweg, der ist vorgeschrieben, den gehe ich nicht. Okay, gucken wir mal, was hier ist. Wir befinden uns gerade im Weltraum, wie man schön sieht. Oh, krass. Oh, wenn du da lange drauf guckst, dann wirst du aber bekloppt. Okay, weiter. Sieht das geil einfach nur aus, ne? Und da hinten haben wir ein rotes... Das ist wie so ein Zeitloch, habe ich das Gefühl. Was haben wir da? Munition und nochmal Munition. Und ein Artefakt. Ein Artefakt. Das könnt ihr jetzt aber wieder selber lesen diesmal. Ich scrolle jetzt runter, wenn es geht. Ah, geht nicht. Okay, alles klar. Und weiter geht's. Munition. Dann legen wir nochmal
einen von denen ab. Und ach so, habe ich jetzt direkt das Medikit gegessen sozusagen, beziehungsweise verbraucht. Wie viele Medikits habe ich denn jetzt? Zwei kleine, zwei große, mittlere. Drei mittlere, Entschuldigung. Aber das sieht einfach nur hammergeil aus hier mit der Grafik. Die ist einfach nur sehr gut gelungen, wie ich finde. Da mussten wir, da kamen wir lang, hier mussten wir hin. Eine Cutscene. Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rose, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Wer ist die Reste davon? Rose, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellis Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Bark? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Oh, Scheiße. Geht nicht! Oh, verdammt. Stoppen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm, da runter! Ach du Scheiße, was ist hier los? Wir übernehmen scheinbar die Führung. Oh, fuck! Gravitation offline. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wir müssen jetzt an den zerbrochenen Fensterscheiben hier durch. Ach du Scheiße. Boah. Die brechen doch uns gleich unter den Füßen weg. Hundertprozentig. Alter Schwede. Ein Gravitationsanzug. Unser erster Anzug. Oh Mist. Nein, 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 nein. Der Helm, der Helm, der Helm. Wir müssen an den Helm. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Okay. Alter Schwede. Alter Schwede. Kommen wir hier so durch? Okay. Ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Okay, gelöst. Ausklinken.